Und damit herzlich willkommen zum Tank-Tutorial auf Deutsch. Ja, hier sehen wir auch schon unsere Inhaltsübersicht, die ich mir da so zusammengebastelt habe. Punkt 1, Minimap, was ist das? Ja, unter diesem Punkt befinden sich Informationen zur Minimap, wie man ja sehen kann, und zu allen möglichen anderen Sachen, die wir so sehen, wenn wir in den Panzer einsteigen, also unser HUD. Punkt 2, Thermal, Rauch und natürlich auch alle anderen Spezialisationen, die wir uns da so in den Panzer reinpacken können, wie zum Beispiel die Wolfram-Munition oder die Lenkrakete. Und da werde ich dann so ein paar Sachen zu sagen, wo man das am besten benutzt, was man am besten nicht benutzt, was man benutzt, wenn man ein paar Sachen noch nicht freigeschaltet hat, so ein paar Informationen eben. Punkt 3, Positioning, wie der Name schon sagt, Position. Ja, da habe ich ein paar Beispiele auf Sane, auf Demavind, weil da ja viel mit dem Panzer gefahren wird und werde dann aber generell so ein paar Sachen dazu sagen, wie ihr eure Umgebung gut nutzen könnt, um vor dem gegnerischen Panzer einigermaßen sicher zu sein. Punkt 4, Offensiv, Defensiv. Da werde ich ein bisschen was zu sagen. Wo bleibt ihr am besten defensiv? Wo fährt man am besten offensiv rein? Ja, wie erkennt man solche Situationen, so dass man dann auch wieder einen Vorteil gegenüber dem Gegner hat? Punkt 5. Reparieren kann doch jeder? Nicht. Ja, es ist leider wirklich so, manche Leute schaffen es noch nicht mal, einen Panzer zu reparieren, obwohl das ja eigentlich keine so schwere Sache ist. Ja, entweder es gibt dann welche, die bleiben einfach im Panzer sitzen und warten, bis man 3% hat und denken dann, oh, ich könnte ja doch mal aussteigen. Manche stehen dann hinter dem Panzer und denken, och, da schwinge ich mal schön meinen Lötkolben und schweiße den ein bisschen rum und achten dann eben auf nichts anderes mehr. Deshalb, reparieren kann doch jeder, werde ich ein bisschen was zum Reparieren sagen. Sonstige Tipps? Jo, sonstige Tipps sagt eigentlich schon alles. Da werde ich ein paar Informationen noch geben, die in keine andere Kategorie jetzt so, wie ich finde, reingepasst haben. Und bevor ich jetzt hier noch länger einfach so rede, würde ich sagen, fangen wir an mit Punkt 1, Minimap, was ist das? Und begeben uns dafür direkt einmal ins Spiel. So, und schon befinden wir uns im Spiel. Ja, wir sitzen hier im amerikanischen Panzer. Ich habe jetzt hier natürlich schon mal meine Reaktivpanzerung dran gemacht. Und da sehen wir erstmal links unsere Minimap. Ich denke mal, die meisten wissen es schon. Standardbelegung M kann man die Map größer, kleiner machen. Ist manchmal hilfreich, wenn ich jetzt gucken möchte, wo ist der gegnerische Panzer. Das heißt, in welche Richtung muss ich mich drehen. Ich glaube, das ist auch die Standardbelegung. Auf Taste N kann man die Map die Größe verändern. Auch hilfreich, wenn ich jetzt zum Beispiel in einem engen Häuserkampf bin, ist die Map natürlich besser, wenn man nah dran gezoomt ist, damit man die Leute auch sieht, wenn die hinter einem angelaufen kommen. Denn wenn ich jetzt etwas weiter weg bin, kann ich nicht wirklich erkennen, ob die jetzt wirklich hinter mir aus der Ecke rauskommen oder nur in dem Haus drin hocken. Dann bei mir, ich habe es auf B gelegt, kann man die Ansicht dieser Karte ändern. Ja, das wurde beim Update mal hinzugefügt, ist aber eigentlich, ja, ich finde es nicht wirklich nötig, es zu machen. Ich habe es, glaube ich, meistens auf diesem Mix hier. So, Innenansicht. Ja, was haben wir hier? Einmal haben wir unten unsere Panzeransicht. Hätte ich jetzt einen Gunner drin, würden wir noch einen zweiten Strich sehen. Wir sehen ja schon mal, der große lange dreht sich hier. Moment, ich kann das auch mal eben machen. So, jetzt sehen wir es auch. Wir haben noch einen zweiten. Das heißt, wenn man unten drin sitzt, kann man immer sehen, wo sein Gunner hinzielt. Diese vier Striche, die wir hier außen dran, Entschuldigung, an der Ansicht sehen, sind unsere Reaktivpanzerungsplatten. Wir haben eine vorne, eine links, eine hinten und eine rechts. Die vorne können wir nicht sehen auf der Ansicht. Ja, und wenn die eben nicht angezeigt werden, dann sind die zerstört. Die halten eine Rakete, einen Panzerschuss, ein was auch immer aus. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sogar auch eine TV-Rakete aushalten. Dann, ja, haben wir oben noch, genau wie auf unter der Minimap, so eine Gradanzeige.
Ich wüsste jetzt nicht, dass ich die schon mal jemals wirklich gebraucht habe. Dann auf der linken Seite eine Gradanzeige, wie hoch wir zielen. Wir sehen, wenn wir tiefer zielen, haben wir 78 Grad zum Boden. Das heißt, wenn ich jetzt so gucken würde, dann gucke ich genau waagerecht. Auf der rechten Seite oben unsere Geschwindigkeitsanzeige. Die ist eigentlich auch nicht wirklich hilfreich, nötig, wie auch immer. Und darunter, falls wir Zoom-Optik ausgerüstet haben, was ich jetzt gerade habe, könnte man noch sehen, ob man jetzt im Zoom ist oder nicht. Das heißt, die Ansicht im Panzer selber, ja, wir brauchen eigentlich nur unser Zielkreuz, denn wirklich viel mehr bringt es eigentlich nicht, weil ich muss nicht wissen, wie hoch ich ziele oder ob ich jetzt rangezoomt bin oder nicht, und die Geschwindigkeit, ja, die kann man ja auch so sehen. Das Einzige, was eben wirklich sehr hilfreich ist, ist die Minimap. Und man sollte eigentlich nie vernachlässigen, auf die Minimap zu gucken. Da habe ich auch noch ein Beispielvideo aus dem Match, wo ich es leider verpeilt habe, so ein bisschen um mich rumzugucken auf die Minimap. Ja, und dann wird man eben mal schnell zifiert. Ja, und eine andere Sache, die ich im Video leider vergessen habe, ist unten, wenn ihr mal guckt, wo steht Kanone AP bereit, unter diesem Strich die Zahl. Die ist in dem amerikanischen Panzer und die ist auch in dem russischen Panzer. Das ist die Entfernung. Die hat der Gunner und der Tank Driver. Das heißt, ja, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf irgendwas zielt und das sagt 103 Meter, dann wisst ihr, okay, ich muss ungefähr dahin zielen, wenn ihr das schon mal so ein bisschen damit ausprobiert habt. So, jetzt habe ich ein paar Beispiele aus Matches aufgenommen und rausgeschnitten und die werde ich euch jetzt zeigen. Als erstes ein bisschen auf Sane. So, wie wir hier sehen, ich mache gerade einen Angriff auf A. Ich hatte auch gerade noch Leute, da sind sie auch wieder drin, in meinem Panzer. Und in dem Moment habe ich gesehen auf der Minimap, oh, da kommt einer von hinten. Das heißt, ich fahre zurück, nachdem ich einen Schuss gemacht habe, fahre zurück und fahre natürlich so weit, dass sie mich nicht mehr von hinten bekommen können. Ja, das war auch schon die Szene. Da kann man halt gut sehen, wenn man irgendwo einen Punkt angreift oder um Ecken fährt, wo man weiß, von hinten könnten Gegner kommen, immer auf die Minimap achten. Wichtig, weil wenn da dann mal eben so ein C4-Johnny herläuft, ja, das war's dann mit dem Panzer. So, in der Szene stehe ich vor der russischen Basis, versuche schon mal den gegnerischen Panzer zu beschädigen. Und genau in dem Moment, da sehe ich auf der Minimap, oh, zwei Gegner. Fahr zurück, töte den einen, das war nämlich, glaube ich, auch ein Supporter. Fahr wieder nach vorne, um nochmal auf den Panzer zu schießen. Hab in der Zwischenzeit den anderen auf der Minimap gesehen, wie er zu dieser Position gelaufen ist. Bekommt auch schon den Hit. Schieß einmal drauf und damit hat sich das Problem erledigt. Ja, da kann man sehen, genau wie in der anderen Szene, auf die Minimap gucken, wichtig, denn sonst können. Ja, C4, Leute. Man kann es eigentlich nicht oft genug sagen, vor allem auf so einer Karte wie Sane Crossing. Ja, aber hier auch die versprochene Szene, denn auch auf Kark können die C4-Leute gefährlich werden. Hier war ich leider ein bisschen beschäftigt mit dem Schießen auf den Helikopter. Der Schuss hätte eigentlich auch treffen können. Der hätte getroffen, wäre da keine Stinger gewesen. So, dann kommt da noch ein Jet rein und da habe ich dann totalen Überblick verloren. Hab mich nicht bewegt und dann kam dieser lustige C4 Fritz an und hat mich in die Luft gejagt. Ja, deswegen sollte man sich am besten nicht an irgendwelche Ecken einfach so hinstellen und ja, sich einfach nicht bewegen. In so Situationen geht es halt einfach nicht anders, weil es schießt ein Jet auf einen, da war ein Helikopter. Irgendwann wird es einfach zu viel. Okay, kommen wir zu den Spezialisationen oder Ausrüstung, wie es hier im Spiel genannt wird. Ja, fangen wir direkt mal an. Also, als erstes haben wir hier den Umfeldscan. Das sind eigentlich immer so Wellen, die ihr von eurem Panzersymbol auf der Minimap von ausgehen seht. Also die fangen bei eurem Panzer an und gehen nach außen. Und die spotten alle Gegner auf der Minimap. Und dabei ist es egal, ob die sich bewegen oder ob die liegen. Sie werden immer gespottet. Das heißt, wenn einer in der Ecke campt
Und ihr fahrt dran vorbei, er wird gespottet. Wenn einer von hinten mit C4 angelaufen kommt, er wird gespottet. Als Fahrer habe ich das eher selten im Einsatz. Manchmal, ja, also auf so großen Karten wie Firestorm oder Caspian bringt es eigentlich überhaupt nichts, weil das Einzige, was da dann kommen könnte, wären vielleicht die C4 Jeeps, die aber dafür viel zu weit weg sind, um gespottet zu werden. Und ja, man ist nicht oft genug an einer Flagge, damit sich das wirklich lohnt. Das lohnt sich halt eben nur auf so Maps wie Sane Crossing oder Demavan Peak, Bazaar Rush, also all diese Maps, wo es ein bisschen enger werden könnte. Ja, aber als Fahrer, naja, muss man es eigentlich auch nicht unbedingt drin haben. Es hat dann eher der Gunner drin, der dann bei einem drin sitzt, weil das bringt ja nichts, wenn der Gunner irgendwie Reaktivpanzerung oder sowas drin hat. Und da ist eben der Umfeldscan mit das Beste, was der Gunner eben ausrüsten kann. Weil, wie wir auch sehen, aktiv auf jedem Platz des Fahrzeuges, es kann der Gunner oder auch die Person in der dritten Position auswählen und es wird aktiviert sozusagen. Ja, dann haben wir auch direkt die Reaktivpanzerung. Wenn ich hier nochmal zurückgehe, sieht man, an der Seite vom Panzer werden diese Platten hinzugefügt. Ja, da habe ich mich bei dem anderen Teil leider versprochen. Also es gibt vorne keine Panzerung. Die ist nur an den Seiten und hinten dran. Die kann, wie auch schon erwähnt, durch Raketen und Panzerschüsse abgeschossen werden. Das heißt, ihr haltet dann einen Schuss von der Seite mehr aus. Und wenn euer Panzer komplett repariert ist, könnt ihr euch, also ihr könnt es dann nicht selber machen. Zum Beispiel, ihr sitzt in eurem Panzer und werdet angeschossen, habt den Angreifer getötet und eure Reaktivpanzerung ist weg. Dann könnt ihr nicht aussteigen und die selber reparieren, denn wenn ihr aussteigt, dann sind die alle weg. Und wenn ihr wieder einsteigt, sind aber auch nur wieder die da, die ihr nach dem Aussteigen hattet. Das heißt, ihr braucht dann eine zweite Person, die zu eurem Panzer kommt, sich an die Seite stellt, wo die Reaktivpanzerung fehlt. Und die muss dann ungefähr 3 bis 4 Sekunden an dieser Stelle reparieren und dann sollte die Reaktivpanzerung wieder da sein. Okay. Thermaltarnung. Ja, die habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Denn, ja, wenn man von einer Javelin erfasst wird, dann bringt doch der Rauch schon mehr als Thermaltarnung. Denn ob das jetzt ein paar Sekunden länger dauert, macht eigentlich keinen Unterschied. Also das ist eine der Sachen, die ziemlich sinnlos sind, meiner Meinung nach. Dann haben wir Wartung. Dadurch soll sich die Geschwindigkeit erhöhen, mit der sich euer Panzer selbst repariert. Das heißt, wenn ihr angeschossen seid und Schaden habt und dann in Sicherheit fahrt, dann, ja, ich weiß nicht genau, wie lang die Zeit ist, dann fängt der Panzer an, sich selbst zu heilen und mit dieser Spezialisation soll es schneller gehen. Ist eigentlich auch ziemlich, ja, unnötig. Autoloader. Ja, das verringert die Zeit zwischen dem Nachladen. Habe ich auch noch keinen gesehen, der das wirklich benutzt hat. Das ist natürlich was anderes, wenn man noch nichts freigeschaltet hat. Dann kann ich nachher nochmal gucken, werde ich auch tun, in welcher Reihenfolge man die Sachen freischaltet und dann dazu sagen, ja, was man am besten benutzt, wenn man jetzt noch nicht alles freigeschaltet hat. Aber das wird noch kommen. Okay, bei den Gadgets. Der Rauch. Ja, was macht der Rauch? Der Rauch macht dasselbe wie der ECM-Jammer fast. Denn wenn die Rakete fliegt, könnt ihr immer noch den Rauch machen und der Rauch lenkt die Javelin ab. Genauso gut könnt ihr das natürlich auch schon machen, wenn der Warnsound kommt, das heißt, wenn ihr markiert werdet, X drücken, Rauch kommt, Markierung weg. Oder wenn die Rakete fliegt, Rauch machen, Rakete weg. Das bringt natürlich auf so Maps wie Sane oder Bazaar nichts, da da genug Ecken sind zum Hinterverstecken. Ich selber benutze den Rauch auch nicht auf größeren Maps, denn ja, wenn man markiert wird, dann steht man sowieso so offen, dass man dann einmal den Rauch macht und sobald der Rauch weg ist, wird man sowieso wieder markiert. Das heißt, ich versuche dann lieber hinter ein Gebäude zu fahren und die Rakete irgendwie zu dodgen, dass sie gegen ein Haus fliegt oder erst gar nicht markiert zu werden. Aber
Es gibt natürlich auch welche, die fahren lieber mit Rauch. Zoom-Optik, ja, das hatte ich ja eben ausgerüstet. Damit zoomt ihr einfach nur ran. Halte ich jetzt auch nicht so für sinnvoll, denn Thermaloptik ist weitaus effizienter. Denn das Aim auf weite Entfernung, das bekommt man noch so hin. Dafür braucht man jetzt nicht unbedingt die Zoom-Optik, obwohl ich auch schon wirklich gute Tanker gesehen habe, die damit gespielt haben, wenn es dann halt wirklich nur um Tankfights geht. Mit der Thermaloptik kann man allerdings extrem gut die Infanteristen sehen, die sich in Häusern verstecken, weil man eben jedes kleinste Fitzelchen in weiß sieht. Man sieht die Panzer auf große Entfernung. Ja, die Thermaloptik sollte aber, denke ich mal, auch sollten die meisten Leute schon kennen. Also das ist wirklich das, womit ich eigentlich immer fahre. Dann bei Waffe haben wir einmal das koaxiales LMG, also einfach nur ein MG. Ist natürlich, wenn man die anderen Sachen freigeschaltet hat, nicht wirklich zu empfehlen, aber für den Anfang kann man das benutzen, sollte man auch. Ja, Kanistermunition. Die beste Waffe, die man gegen Infanteristen bei Battlefield finden kann, würde ich fast behaupten. Denn wenn sich drei, vier Leute in einer Reihe befinden, ihr haut einfach mit der Kanistermunition drauf und alle sind tot. Das werde ich aber auch gleich noch in einem Ingame-Video zeigen. Ja, die Reichweite ist eigentlich ziemlich weit, dafür, dass es nur Schrotflintengeschosse sind für einen Panzer. Aber man kann damit wirklich extrem viel ausrichten. Okay, die Lenkmunition ist eigentlich eine mobile Javelin. Das heißt, ihr könnt Bodenziele erfassen und dann auch direkt auf sie schießen. Wenn aber Luftziele mit entweder der dritten Position im Panzer, die man auch freischalten muss als allerletztes, oder mit einem Sofla markiert sind, könnt ihr auch mit dieser Lenkmunition auf die Helikopter schießen. Da bietet sich natürlich dann an, wenn man jetzt im Team keine wirklich gute Air hat, das heißt keine guten Jetpiloten oder keinen guten Helipiloten, dass ihr euch einen in den Panzer setzt, der die dritte Position hat, der geht dann an die Station, markiert die Helikopter und ihr könnt die dann ganz locker mit dem, ja, mit der Lenkmunition vom Himmel holen. Und als nächstes werde ich ins Spiel gehen und die Sachen zeigen, die ich gerade erklärt habe. Okay, und da sind wir jetzt auch schon im Game. Ich habe mir hier einen Kollegen rangezerrt. Der wird mir jetzt ein bisschen helfen, die Perks zu zeigen. Ja, als erstes haben wir den Umfeldscan. Und ja, wie wir sehen, wenn wir jetzt vorfahren, sobald wir in die Zone kommen, wo er gespottet werden kann, sehen wir ihn auch schon auf der Minimap. Und das auch ohne, dass er sich bewegt, wie ich schon gesagt. Das heißt, es ist total egal, ob er läuft oder nicht. Er wird gespottet. So, jetzt haben wir uns aufgestellt, um das mit dem Rauch zu demonstrieren. Mein Kumpel wird mich jetzt mal eben hier mit der Javelin anpeilen. Und wie wir sehen, jetzt haben wir ein bisschen Zeit und das Piepen geht weg. So, jetzt warten wir eben, bis der Smoke wieder ready ist. Okay, dann schießt einfach mal. So. Und die Javelin ist irgendwo hingeflogen, nur nicht auf uns. Dank dem Smoke. Und direkt da dran zeige ich euch jetzt noch, wie weit die Wolfram-Munition geht. Normalerweise. Okay. 4%. Okay, auf die Entfernung macht die schon viel Damage. Mit etwas Glück hätte man direkt einen Headshot machen können. Das war nichts. Ja. Aber auf jeden Fall, sie geht ziemlich weit. Und wenn man dann mal so an dem Event, an die Gänge oder an Zane denkt oder an andere Entfernungen, also das ist schon extrem stark. Okay, jetzt zeige ich euch noch eben die Reaktivpanzerung. Und zwar, hier könnt ihr sie einmal sehen, wie sie am Panzer hängt. Jetzt werde ich sie mal kaputt schießen. So, das heißt, auf der Seite ist sie jetzt ab. Da ist sie noch dran. Und jetzt kann ich hier ein bisschen reparieren. Und zack, da ist sie wieder. So, jetzt wechseln wir eben die Rollen.
So, noch habe ich sie an der Seite dran und wenn jetzt gleich die Rakete kommt, zack, ist sie weg. Ja, so einfach funktioniert die Thermalsicht. Ja, erklärt sich ja schon fast von selber. Man sieht einfach die Leute extrem gut. So, kommen wir zum nächsten Thema, Positioning. Hier kann ich jetzt eigentlich ohne im Spiel zu sein gar nicht so viel sagen, sondern mache ich jetzt nur so eine kurze Einleitung. Ja, Positioning ist mit das Wichtigste, was man so im Panzer beachten sollte, neben der Minimap. Denn man hat einfach einen riesen Vorteil, wenn man besser steht als der Gegner, weil man einfach schlechter gesehen wird oder früher schießen kann, weniger Schaden bekommt, mehr Schaden machen kann. Und ja, es hat einfach nur Vorteile. Aber da werde ich jetzt hier auch gar nichts dazu sagen, sondern das werde ich alles schön im Spiel zeigen und ja, das versteht man dann bestimmt besser. So, und schon befinden wir uns im Spiel auf Sane Crossing. Ja, das ist eine der Maps, wo ich zeigen möchte, wie man sich so gut an Ecken stellt und so ein bisschen Deckung sucht und so. Folgende Situation: Wir kommen hier irgendwie über die Brücke drüber, sehen auf der Map oder in unserem Bildschirm den gegnerischen Panzer. In dem gegnerischen Panzer sitzt mal wieder ein Freund. Hallo Frontkratzer. Hallo. So, ja, wie fahren wir jetzt an diese Ecke heran? Wir könnten jetzt natürlich, wie ich es auch ganz oft auf Servern sehe, so seitlich hier hinfahren. Ja, das ist wahrscheinlich so erstmal das Erste, was man denkt, ist gut, weil man kann schnell vor- und zurückfahren. Die Reparier-Johnnies stehen hinter einem und können eigentlich fast nicht getroffen werden. Ja, aber es gibt natürlich auch einen Nachteil, denn wenn man jetzt mal guckt, ich kann ungefähr jetzt, ja, man kann jetzt hier nicht so gut anhalten, ungefähr jetzt kann ich schon schießen. Das ist natürlich viel zu knapp, aber da kriege ich auch schon einen Hit in die Seite. Und ja, da sieht man aber sehr viel von mir selber. Wenn ich jetzt allerdings so hier ranfahre, also viel gerader, dann ist es viel schwerer, mich zu treffen. Aber ich kann auch schon schießen. Und zurückfahren und nach vorne fahren geht auch. Kleiner Tipp dazu noch, falls man auf Hardcore spielen sollte oder auf einem Server, wo Teamkill an ist. Man kann mit dem Panzer der linken Steuerungstaste gedrückt halten und dann kann man langsamer fahren und dann kann man seine Reparierleute nicht überfahren, wenn die hinter einem stehen. Oder auch generell irgendwo langsamer herfahren. So, und ja, dann kannst du ja einfach mal auf mich schießen, wie viel Schaden ich jetzt von vorne bekomme. So, da habe ich jetzt noch 76%. Das heißt, wir haben jetzt 24% Schaden bekommen. Von vorne. So, jetzt stellen wir uns mal seitlich hin. Dann darfst du mir mal die Reaktivpanzerung abschießen. Gut. So, von 81 auf 32. Ich würde mal sagen, das ist ein bisschen mehr Schaden als von vorne. Grob gesagt. Also, ja, deswegen an so Ecken ist natürlich nicht nur an dieser Ecke, sondern generell an den meisten Ecken. Ja, so frontal wie möglich zum Panzer fahren. Auch in jedem Panzerbattle eigentlich, wenn man rechts auch seine Reaktivpanzerung hat und links und hinten, dann kann man natürlich sich so drehen, dass immer erst die Reaktivpanzerung abgeschossen wird. Aber sobald diese ab ist, ja, immer mit der Front zum Gegner stellen, weil sonst ist man eigentlich. Ja, man ist eigentlich schon fast kaputt, weil hinten braucht man sowieso nur zwei Schüsse, in die Seite dann ja drei und von vorne hat man einfach viel mehr Panzerung. So, und jetzt befinden wir uns auf Damavand, ja, mit Zane, eine der meistgespieltesten Karten von Panzerfahrern, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil man einfach die meisten Kills bekommt. Ja, was man hier aber auch gut zeigen kann, sind Positionen jetzt nicht so wie zum Beispiel diese Ecke da an Zane, sondern eher so Positionen, wo man über irgendwas drüber schießt und nur ganz wenig vom Panzer sieht. Also nach oben hin. Und der Frontkratzer, der steht da jetzt im Tunnel drin. Und ja, wie man sieht, ich kann hier schon schießen und aber Den sieht sofort auch man wieder, nicht mal. ja, und auch wieder sofort zurückfahren. Weil ich einfach diesen Hügel hier als extrem gute Deckung habe. Und wenn ihr euch jetzt hier auf dem Public Server dahinstellt und dann von innen ein Panzer kommt, also einmal seid ihr extrem gut gesichert gegen Raketen durch diesen Hügel hier.
Und ja, auch eben durch den Panzer. Und natürlich, wenn man jetzt in die Außenansicht geht, wie ich es gerade mache, man sieht sofort, wo der Panzer hinkommt, kann sich dann in die entsprechende Richtung drehen. Ja, man hat eigentlich nur Vorteile. So, ich werde mich da mal ein bisschen in den Tunnel reinbegeben. Dann kann ich einfach mal so ein paar Positionen hier abklappern, die gut sind. Ja, wenn der Panzer jetzt, man kann es schlecht erkennen, da vorne vom B immer von der Flagge rauskommt, dann fahre ich jetzt natürlich nicht hier so rein und denke so, jo, ich greife jetzt mal an, sondern wir benutzen hier diese Pfeiler. Hier auch wieder gerade davor fahren, so eng am Pfeiler wie möglich. Ja, und dann, das kann dann sein, dass das Panzerbattle mal ein bisschen länger dauert, aber eigentlich sind wir hier im Vorteil, weil der gegnerische Panzer muss eben ja ziemlich seitlich zu uns fahren. So. Geht so ein bisschen weiter. Du kannst dir mal einen neuen Panzer holen. Jo, bin dabei. Ja, hier auch wieder eine Ecke. Einfach gerade wie möglich fahren. So, jetzt von der anderen Seite folgende Situation: Panzer steht dort hinter diesem Container, LKW, Anhänger, Ding. Und ja, also die meisten, die fahren dann irgendwo hier an der Seite vor uns zurück, weil man hier einfach einen langen Weg hat wahrscheinlich. Ja, hier ist aber wieder der Nachteil, unsere Seite ist ziemlich offen. Deshalb, warum nutzen wir nicht einfach einen von diesen ganzen Containern, die hier auf A stehen? So, dann kann man sich nämlich schön hier hinter drehen. Dann ist jetzt zwar immer noch eine kleine Lücke, aber es ist auf jeden Fall schwerer zu treffen, als wenn ich jetzt einfach da seitlich fahren würde. Und der Panzer steht dann normalerweise auch nicht einfach so da rum, sondern der fährt ja auch ein bisschen vor und zurück. So, wenn du dich dann jetzt repariert hast, kannst du schon mal zur nächsten Position fahren. Immerhin. So, dann warten wir noch ein bisschen. So, fahr zurück. Deren Linie. So, jetzt steht der Panzer. Wenn wir auf der Map gucken, können wir nicht sehen, weil ich ihn nicht spotten kann. Doch jetzt. So, hinter diesem Pfeiler. Ja, da, hier wäre man natürlich jetzt. Also, es ist auch nicht ganz so schlecht, hier hin und her zu fahren, weil man auch immer nur kurz gesehen wird und auch den Container und die Laternen, die Fahne und hier ziemlich viel als Schutz hat. Am besten ist es aber, wenn man hier sich diesen Container zunutze macht, weil der steht genauso, dass man drüber schießen kann. Und der Gegner müsste aber jetzt unseren MG-Turm treffen. Ich denke mal, mehr sieht man nämlich jetzt nicht, oder? Nicht wirklich. So, und schon ist er wieder disabled. Und ich vor allen Dingen stehe mal seitlich, das ist viel dummer. Oh. Ja gut. So, Container sind eigentlich immer ziemlich praktisch. Also es sieht eigentlich nicht so aus, als wenn man drüber schießen könnte. Das Rohr hängt auch eigentlich mittendrin. Wie man hier sehen kann. Also das Rohr ist im Container drin, aber der Schuss fliegt trotzdem drüber. Also ja, dank DICE kann man diese Container sehr schön benutzen, um Tank Battles zu gewinnen. Und das Taktische ist Elemente. richtig. Und das war es auch eigentlich schon auf dem Event. Ja, und ich denke mal, dann gehen wir mal zur nächsten Map. So, jetzt befinden wir uns auf Kark, einer nicht ganz so infanterielastigen Map. Hier hatten wir uns dann schon mal öfters mit dem Helikopter oder Ähnlichem zu tun. Ja, was wir jetzt hier machen werden, wir werden einfach mal so ein bisschen Panzerbattle machen, also 1 gegen 1, um mal so ein bisschen, ja, das Verstecken in den Ecken, ach, du fährst schon los, okay, dann fahre ich auch mal los, das Verstecken hinter Containern und so mal in Action zu zeigen. Natürlich ohne Repair. So. Da haben wir ihn auch schon gespottet. Thank you.
verdammt. So, hattest du überhaupt Reaktivpanzerung dran? Nein. Na gut, das war dann natürlich ein sehr fairer Kampf. Ja, aber man konnte sehen, man kann diese Container hier eigentlich alle nutzen. Auch, ja, wie ich auch schon in dem vorherigen Kapitel gesagt habe, gerade auf solchen Maps sollte man sowieso niemals stillstehen, weil sonst kommen so liebe Supporter auf einmal angelaufen, so von hinter einer Mauer oder aus dem Busch oder aus dem Jet rausgesprungen oder wer weiß wie, oder mit dem Jeep. Und deswegen ist Rumfahren auf so einer Map sowieso ziemlich, ja, ziemlich praktisch. Und ja, gerade auf Kark hat man eben diese ganzen Mauern oder die Container oder Autos, Hallen, Fässer, Autos, noch mehr Autos und noch mehr Autos. Was gibt's denn noch? Berge, Felsen. Helis, Jets. Helis und Jets können wir natürlich auch gut als Deckung benutzen. Ja. Immer sehr, sehr böse auf stehende Ziele reagieren. Ja, ich denke mal, das war so erstmal alles, was mir so zum Thema Positioning eingefallen ist. Das nächste Thema, offensiv, defensiv, geht so ungefähr um dasselbe, aber dazu dann jetzt gleich mehr. So, und jetzt mehr zum Thema offensiv, defensiv. Um das zu verdeutlichen, ja, da stellen wir uns jetzt einfach mal eine Situation vor. Ja, zum Beispiel auf Demavant oder Sane oder Bazaar oder eben Maps, wo die Infanterie sehr stark mit dem Panzer zusammenarbeitet. Man steht dort also, ist in seinem Panzerfight und gewinnt das Tank Battle. Normalerweise, wenn man jetzt mit jedem in seinem Team reden würde, würde man dann als Tank Driver sagen, jo, Panzer ist kaputt, Team pushen, wir gehen jetzt vor. Da wir aber auf einem Public Server dann wahrscheinlich spielen, geht das nicht. Das heißt, auch wenn das Gegnerteam einen Camper nennt, es bringt halt einfach nichts, wenn sein Team nicht pusht. Dann steht man eben eine halbe Stunde an derselben Stelle und muss die Leute eben killen, die von vorne kommen. Aber es geht eben nicht anders, weil das Team nicht pusht. Und das ist dann so eine Situation, wo man am besten defensiv bleibt. Weil man kann mit dem Panzer, vielleicht wenn man Glück hat, sitzt noch einer drin, der repariert. Oder man hat einen Freund im Teamspeak oder bei Skype oder wo auch immer, der mit einem zusammenspielt, der dann repariert. Ja, auch dann kann man einfach nichts machen, weil das Team nicht mitkommt. Und wenn dann das Gegnerteam mit seinen, ja, 15 RPGs da steht und auf einen draufballert, da ist dann auch schnell der Panzer kaputt. Das heißt, wir bleiben defensiv eigentlich, ja, grundsätzlich erstmal immer defensiv. Denn wenn man einfach nur wie so ein Verrückter reinpusht, dann können da Minen liegen, da können C4-Leute dann von hinten kommen. Man ist einfach total unsicher. Wenn man jetzt aber dann sieht, okay, mein Team, das geht nach vorne, auch wenn der Gegner-Tank noch lebt. Man sieht, das Team geht nach vorne mit genug Leuten. Da kann man auch während dem Tank-Battle den Tank wegpushen. Also, ich habe es halt auch schon ganz oft auf Servern gesehen, wo der Tank-Driver die ganze Zeit dort stand, obwohl ich mit ein paar Leuten und noch mit dem Team den Panzer angegriffen habe. Und ja, das ist eben genauso schlecht. Also, es geht nicht, dass nur der Panzer nach vorne fährt, aber es geht auch nicht, dass nur die Infanterie nach vorne fährt. Deshalb muss man eben als Panzerfahrer ja, die Situation einschätzen. Habe ich jetzt ein Team, was mit angreift, oder habe ich ein Team, was hinten bleibt? Wenn man ein Team hat, was nur hinten bleibt, dann hilft einem der beste Panzerfahrer nichts, weil man einfach nicht pushen kann. Und dann bringt auch das gegnerische Team nichts, was einem dann sagt, ja, du Nu, bleib da nicht stehen, greif doch an, weil, ja, man ist eben tot, wenn man angreift. Ja, so viel mehr kann man eigentlich zu offensiv, defensiv eigentlich auch nicht sagen, weil es ist eigentlich auf jeder Map dasselbe. Es ist nicht nur auf Demavant oder Sane so. Es ist auch auf Kark und Firestorm und Caspian und auf allen großen Maps so. Ja, man kann eben nicht alleine irgendwo hingehen. Auf den großen Maps sind es dann eben die Jets oder die Helis, die einen kaputt machen. Oder womöglich dann zwei gegnerische Panzer. Man muss im Panzer eigentlich eher defensiv fahren meistens, wenn man kein gutes Team hat.
weil man hat dann einfach den Vorteil, dass man die Gegner eher sieht. Das ist dasselbe wie mit der Infanterie. Nicht wie am Verrückter reinpushen, sondern eben safe spielen. Ja, das war auch schon das Thema offensiv-defensiv. Ja, es war jetzt nicht so lang, wie ich gedacht hätte. Aber ja, es waren eben, es sind eben ganz grundlegende Sachen. Das heißt, es geht weiter mit dem Thema Reparieren. So, Thema Reparieren kann doch jeder. Nicht, leider. Denn Reparieren ist gar nicht mal so einfach, wenn man es denn richtig machen will. Ja, man kann sich natürlich an Panzer stellen, seinen Lötkolben da schwingen und ja, die blauen Flammen genießen. Nur leider ist es damit nicht so ganz getan. Ja, es fängt eben schon beim Aussteigen an. Ich sehe ganz viele, die steigen vorne aus dem Panzer aus. Also entweder wissen sie einfach nicht, dass man in die Richtung aussteigt, wo man mit seinem MG hinguckt. Eine wichtige Information, merken. Ja, oder sie sind einfach nur ein bisschen dumm. Denn, ja, ich steige natürlich hinterm Panzer aus, um Deckung zu haben. Und dann, genau wie als Panzerfahrer, Minimap. Wichtig. Denn der Tankfahrer kann während dem Tankbattle nicht hinter sich gucken und Leute töten. Ja, das muss schon der Repair machen. Ich habe da mal so ein paar Clips zusammengestellt, wo man darauf achten kann mit der Minimap, wann ich aussteige, dass ich da die Leute sehe, die töte, Raketen schieße. Man muss dazu sagen, wir hatten, oder der Panzerfahrer hatte da zwei Repairs, deswegen war das ein bisschen entspannter und ich konnte mehr schießen und Raketen feuern. Wenn man allerdings alleine als Repair ist, dann sollte doch das Reparieren schon ja die Priorität haben. Aber wenn man von hinten einen angelaufen sehen kommt, dann ist das meistens jemand mit C4. Dann sollte man doch schon das Reparieren unterbrechen und den schnell killen, weil wenn man den nicht tötet, dann ist man sowieso tot. Dann ja, da muss man einfach darauf hoffen, dass der Panzer die paar Sekunden noch überlebt. Ja, und ich werde dann jetzt einfach die Clips zeigen. Ich lasse ihn einfach mal unkommentiert. Ich denke mal, das erklärt sich von selber, wenn ich aussteige. Da muss man einfach darauf achten, ich steige aus, nachdem ich jemanden auf der Minimap gesehen habe. Also das ist eigentlich so die Hauptsache, die man da immer sieht und in welche Richtung ich aussteige. Jo, dann viel Spaß. Which Left was the side. recording after Banner? The X story, yeah. I'm recording with the props, after Banner. And I don't notice any difference. It's like Okay. same. Fire right side. I got him, I got him. Oh, you want me to not kill him? Two, 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 two. It's really fucked up behind us. I'm disabled. Hit. Disabled. Front, In in front, front. yeah. Stay my Phantom, please. Just want Still to drag a disabled, shooting stay on my spotter. right. Okay, moving back. Yeah, they're angry. Doesn't have proxy. Yeah. So, das waren die Reparierszenen. Ich hoffe, es wird euch helfen, wenn ihr dann mal wieder repariert oder eurem Freund, wem auch immer, ein paar Tipps geben wollt, wie er euch zu reparieren hat. Das heißt, wir können uns auch schon an das letzte Thema begeben, und zwar noch ein paar letzte Tipps. So, und schon kommen wir zum letzten Thema des Tutorials, sonstige Tipps.
Ja, also zuerst einmal möchte ich anfangen mit dem schon angekündigten Tipp. Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Tipp. Ja, was nimmt man denn so am Anfang, wenn man noch nicht viel freigeschaltet hat? So, dafür habe ich immer so ein kleines Bildchen gemacht, damit wir sehen, was wir denn so alles freischalten. So, als erstes haben wir da ja erstmal den Smoke. Ja, den Smoke, am Anfang tut man natürlich erstmal alles rein, was man so bekommen kann. Den Smoke, den benutze ich jetzt auch noch auf größeren Maps, halt überall, wo Javelins gefährlich werden können. So, das zweite, das leichte LMG. Ja, was man dazu sagen muss, ich habe einen Teil des Videos aufgenommen, bevor der 4. September-Patch rauskam. Und da hat man natürlich immer die Kanistermunition benutzt vor dem Patch. Da dann aber in dem Patch geändert wurde, dass die Kanistermunition auch jedes Mal noch eine Nachladezeit braucht beim Wechseln, benutzt man jetzt eigentlich lieber ein MG. Da man am Anfang nur das leichte MG hat, würde ich natürlich das benutzen. Ja, auch Autoloader. Klar, warum nicht? Es sind drei verschiedene Sachen. Der Smoke ist an der zweiten Stelle, der Autoloader ist an der ersten Stelle und das MG ist an der Waffenstelle. Dann bekommen wir Zoom-Optik freigeschaltet. Ja, das kommt eigentlich darauf an. Also ich habe es, glaube ich, nie benutzt, nachdem ich es freigeschaltet hatte. Man kann es dann anstatt dem Rauch nehmen. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so sinnvoll. Ja, dann Reparatur, Maintenance kann man eigentlich ja total vergessen, weil entweder sind es so viele Raketen, dass man sowieso keine Chance hat, oder man hat eben Leute, die einen reparieren. Ja, dann das schwere MG. Ja, nach dem Patch benutze ich eigentlich nur noch dieses MG und ich kenne viele gute Tanker, die es auch tun. Denn im Gegensatz zu dem leichten MG hat es keinen Cooldown. Das heißt, ihr könnt damit theoretisch 5 Minuten lang durchschießen, ohne dass man nachladen muss. Und es macht extrem viel Schaden gegen Infanterie. Und es macht extrem viel Schaden an Helikoptern und Jets. Also man kann den Helikopter damit extrem schnell runterholen. Ja, das ist nun mal der Ersatz jetzt für die Kanistermunition nach dem Patch. Dann Umfeldscan. Wenn ihr repariert, auf jeden Fall reintun. Wenn ihr Panzer fahrt, müsst ihr euch überlegen. Fahrt ihr sehr defensiv, alleine, ohne Repariertyp drin, kann man den Umfeldscan auch mit reintun. Wollt ihr allerdings ein bisschen aggressiver fahren, würde ich die Reaktivpanzerung nehmen, nachdem ihr sie dann freigeschaltet habt. Das heißt, Proximity Scan reintun. Besser als Autoloader. So, die Lenkrakete. Ja, also ich habe die am Anfang sehr viel benutzt, weil ich eigentlich immer einen im Panzer hatte, der mir dann die Helikopter und so gespottet hat. Wenn ihr so jemanden nicht habt, würde ich sie nicht benutzen, weil dann euer MG wegfällt. Wollt ihr allerdings viel auf Fahrzeuge schießen, dann könnt ihr die schon gut einpacken. Ja, dann das nächste, Thermalsicht. Ersetzt den Rauch, falls ihr in Gebieten fahrt, wo ihr keine Javelins zu erwarten habt. Zum Beispiel Tunnel. Damavand. Das heißt, spielt ihr nur da, auf jeden Fall rein damit. Spielt ihr auf Maps wie Caspian, würde ich das nicht empfehlen. Ja, die Thermaltarnung, wie ich auch schon vorher gesagt hatte, bringt eigentlich kaum was. Ich habe sie auch nie benutzt. Also auf dieses Upgrade müsst ihr eigentlich nicht hinarbeiten, sondern eher auf das ein bisschen danach. Ja, und das danach heißt Kanistermunition. Vor dem Patch ziemlich stark, weil man eben den Panzerschuss machen konnte und direkt danach mit der Kanistermunition schießen konnte. Mittlerweile zwar noch genauso stark, nur nicht, ja, nur halt nicht mehr so schnell. Also man kann es noch benutzen. Ich würde es auf jeden Fall mal reintun, damit ihr in das Gefühl von diesem Schuss kommt, denn es macht extrem viel Spaß, die Imps zu töten, die einem vor dem Rohr her springen. Ja. Ich würde dann aber nachher doch wieder auf das schwere MG wechseln. Ja, das ist einfach ziemlich stark momentan. Das nächste, Reaktivpanzerung, da muss man eigentlich gar nicht groß diskutieren. Die würde ich auf jeden Fall immer reintun, wenn ihr Panzer fahrt. Außer eben in den Situationen,
die eben schon beim Umfeldscan beschrieben. Ja, das allerletzte, was man freischaltet, die dritte Position im Panzer, die müsst ihr auch gar nicht erst auswählen. Die habt ihr immer. Das heißt, ihr seht einen Panzer, sitzen zwei Leute drin, zack, hockt euch noch drauf und sitzt in der dritten Position. Ja, das war es eigentlich schon erstmal zu den Spezialisationen, die man freischalten kann. Und ich hoffe, das hilft euch bei der Entscheidung, was ihr reintut, wenn ihr es freischaltet. So, der nächste Tipp ist, oder eine Information eher, wenn ihr euch daran erinnert an die Stelle, wo ich beim Positioning erklärt habe, ihr steht hinter einem Container und schießt darüber. Da habe ich dann eine Kleinigkeit vergessen, und zwar ich saß ja in dem russischen Panzer und konnte ganz leicht darüber aimen. Die amerikanischen Panzer, dort scheint man anscheinend ein bisschen tiefer zu sitzen, denn mit denen müsst ihr ein bisschen weiter zurückfahren. Das heißt, die amerikanischen Panzer, die sind vom Rohr her oder von der Sicht her ein bisschen tiefer. So, der nächste Tipp bezieht sich auf die Reaktivpanzerung. Wenn ihr jetzt in einem Panzerbattle seid und ihr habt noch alle drei Reaktivpanzerungen, dann ist eigentlich das Beste, was ihr tun könnt, ihr fangt zum Beispiel mit der rechten Seite an. Ihr dreht euch mit der rechten Seite zum Gegner, lasst ihn die Reaktivpanzerung kaputt schießen. Dann dreht ihr euch mit dem Po, also mit dem Hinterteil, zum Gegner und er schießt auch das wieder kaputt. Danach dreht ihr euch mit der linken Seite zum Gegner und er schießt auch die wieder kaputt. Das heißt, er macht drei Schüsse, ohne euch Schaden abzuziehen. In der Zeit könnt ihr allerdings die ganze Zeit auf ihn feuern, vorausgesetzt, er macht natürlich nicht dasselbe. So, der nächste Tipp bezieht sich auch auf die Reaktivpanzerung, allerdings ein bisschen anders, nämlich eher ja, auf die Bugs vom Battlefield. Denn wenn ihr auf den Gegner zufahrt, während er auf euch schießt, dann zählt der Treffer, den er macht, nicht auf die Vorderseite, sondern auf die Rückseite. Das heißt, habt ihr keine Reaktivpanzerung hinten, schießt er auf euch und ihr seid disabled. Habt ihr eine Reaktivpanzerung, schießt er auf euch und die Reaktivpanzerung geht kaputt. Das heißt, wenn ihr auf einen Gegner zufahrt, der euch bereits gesehen hat und er auf euch schießt, dann kann das ziemlich böse enden. Und wo wir dann beim Wort enden wären, möchte ich auch hiermit das Tutorial beenden. Ja, da ja auch bald Armored Kill rauskommt, werde ich wahrscheinlich zu den neuen Sachen, sobald ich sie dann ein bisschen getestet habe, auch ein paar Infos in ein Video packen. Aber dieses Tank-Tutorial ist damit erstmal beendet. Ja, ich hoffe, es waren ein paar Sachen dabei, die ihr noch nicht wusstet. Ich habe nicht zu langweilig geredet. Und das Einzige, was ich jetzt noch tun kann, ist ja, Tschüss zu sagen und in den Credits noch ein paar Leute zu erwähnen, die mir dabei geholfen haben. Und ansonsten, jo, viel Spaß beim Panzerfahren.